Hallo an alle Interessierten da draußen. Schön, dass ihr hergefunden habt oder schön, dass ihr wieder da seid. Auch ein herzliches Hallo an alle Geschlechter, die sich selbst mit den Buchstabenwirrwarr von L bis Q+ identifizieren. Diesen Beitrag widme ich euch und allen Frauen und Männern, welche schon immer wissen wollten, wo und wie der Regenbogen seinen Anfang nahm. Sollte ich im Rahmen dieses Beitrages auf eure Träume treten, könnt ihr euch gerne anhand der verlinkten Quellen selbst ein Bild von der Sachlage machen. In diesem Beitrag aus der Reihe Pädophile Prominenz beleuchten wir das fragwürdige Treiben von Alfred Charles Kinsey. Er hat den Stein der sogenannten sexuellen Revolution durch seine statistischen Erhebungen und den daraus resultierenden Kinsey Reports ins Rollen gebracht. In kommenden Teilen dieser Serie werden wir uns dann mit gleichfalls fragwürdigen Wissenschaftlern wie John Monnet oder Robert Stoller auseinandersetzen, mit ihnen und ihren verstörenden Machenschaften. Alfred Charles Kinsey alias Dr. Sex steht also am Anfang der sogenannten sexuellen Revolution. Im Zeitraum vom 23.06.1894 bis zum 25.08.1956 bereicherte er mit seiner Arbeit und seinen Forschungen das Erdenrund. Kinsey gilt bis heute als einer der wichtigsten Sexforscher des 20. Jahrhunderts. Sein Motto "Anything goes" hat dabei bis heute Bestand. Er legt den Grundstein für viele Sexualerziehungsprogramme bis heute. Dass er sein Motto sehr ernst genommen hat, werden wir noch sehen. Der kleine Charles wurde im Jahre 1894 in eine streng religiöse Familie, welche in Hopkin, New Jersey lebte, hineingeboren. Weltliche Freuden wie Tanz, Tabak, Alkohol und Rendezvous galten als verpönt und verboten. Er war nicht nur mit einem strengen Elternhaus gestraft, auch gesundheitlich hat er zeitlebens ein schweres Los gezogen. Er litt unter anderem an Rachitis, Fieberschüben und Typhus. Aufgrund dieser gesundheitlichen Einschränkungen nahm er nicht am Sportunterricht teil. Er fühlte sich zeitlebens seinen männlichen Mitmenschen unterlegen. Weitere negative Aspekte seiner Jugend waren die anfängliche Armut seiner Familie als auch die Tyrannei seines Vaters. Selbst den Weg zu seiner Karriere als Biologe musste er alleine gehen. Sein Vater hatte andere Pläne für ihn. Als er dann eine eigene Familie hatte, brach er alle Verbindungen zu seiner elterlichen Familie ab. Seine akademische Laufbahn begann er am Baldwin College in Harvard, promovierte er dann im Jahre 1920. Danach war er dann zunächst als Zoologe an der Indiana University in Bloomington tätig. Dieser Universität blieb er auch bis zu seinem Ableben treu. Kinsey war ein sehr akribischer Zeitgenosse. Er sammelte 35.000 Exemplare von Gallwespen und kategorisierte diese. Hiermit erarbeitete er sich dann einen guten Ruf. Diesen Ruf galt es auch zeitlebens aufrechtzuerhalten, aus guten Abgründen. Seine Karriere als Sexualforscher startete dann 1938, als er gebeten wurde, Ehevorbereitungskurse zu geben. Sein Ansatz war es, Befragungen zum Sexualverhalten durchzuführen und Fallgeschichten zu sammeln. Hierbei ging es ihm weniger um Beziehungsfragen oder Schwangerschaften, sondern mehr um sexuelle Trieberfahrungen. Diese Befragungen stellten bald den Mittelpunkt seiner Arbeit dar. Im Laufe dieser Tätigkeit sammelte er ca. 18.000 Sexualfallgeschichten. Auch das Ziel, sich für die Freiheit der sexuellen Selbstbestimmung einzusetzen, wurde bereits in diesen Tagen formuliert. Er verkaufte der Öffentlichkeit das Image als nüchterner Biedermann. Dabei lebte er ein geheimes Doppelleben. Offiziell glücklich verheiratet, ließ er doch seiner Homosexualität und seinen sadomasochistischen Trieben freien Lauf. Er soll bereits in Kindertagen die ersten homosexuellen Erfahrungen gemacht haben. Doch auch seine exhibitionistischen Neigungen lebte er frei aus. So arbeitete er nackt in seinem Wildgarten. Dieser Umstand hat nicht gerade zur Freude bei seinen Nachbarn beigetragen.
Auch seine Forschungsreisen soll er dazu benutzt haben, seine Praktiken mit seinen Studenten auszuleben. Die sexuelle Vorgeschichte war für ihn auch sehr wichtig, wenn es darum ging, Mitarbeiter auszuwählen. Sollte hier jemand beim Jobinterview die falschen Fragen falsch beantworten, kam es nicht zu einer Einstellung. Dies führte dann auch dazu, dass er Mitarbeiter beschäftigte, die keine ausreichende Qualifikation mit sich brachten, so wie Clyde Martin. Clyde hatte keinerlei Ausbildung, was Statistiken anging, war jedoch für die Auswertung jeglicher Daten zuständig. Nicht nur aus diesem Grund wird vermutet, dass Kinsey die Neigung seiner Mitarbeiter wichtiger waren als die fachliche Kompetenz. Interessant hierbei war, dass selbst einer seiner Hauptsponsoren, die Rockefeller Stiftung, ihn aufforderte, einen ausgebildeten Statistiker ins Team zu holen. Diese Kritik berührte Kinsey jedoch nicht weiter. Um seinen Neigungen nachzukommen, hatte er einen verborgenen Raum unter dem Dach seines Hauses. Dieser Raum war Schauplatz für regelmäßige Gruppensexspiele mit Mitarbeitern und Gästen. Auch die Frauen der Mitarbeiter mussten mitspielen. Dabei schreckte er nicht davor zurück, auch seine eigene Frau mit einzubeziehen. Ein professioneller Kameramann war natürlich auch mit von der Partie, da diese Treffen für die Nachwelt festgehalten werden sollten. Ehepartner von Mitarbeitern berichteten, dass ihre Arbeitsplätze im Institut von der Mitwirkung bei Kinseys Partys abhingen. Er machte auch nicht davor Halt, sein eigenes Genital immer wieder zu verstümmeln. Kommen wir nun zur Grundlage seiner wissenschaftlichen Arbeit für die Regenbogenfraktion, seiner Daten. Das Fundament seiner Forschungen bildete ein Fragebogen mit 350 Fragen, den er konzipiert hatte. Die Erhebung dieser Daten hatte für Kinsey höchste Priorität, die Qualität der Befragten jedoch nicht. Zeitgemäß war es in den 1950er Jahren allerdings nicht einfach, diese intimen Fragen beantwortet zu bekommen, da viele Menschen solche Fragen als Eingriff in ihre Intimsphäre wahrnahmen. Dies veranlasste ihn und sein Team dazu, den Begriff verheiratet neu zu definieren. Er schloss nun Frauen mit ein, die mindestens ein Jahr in einer Beziehung lebten, unabhängig davon, ob monogam oder nicht. Interessant hierbei ist, dass Mütter nicht in die Daten aufgenommen wurden, obwohl es doch eigentlich um Ehevorbereitung gehen sollte. Für Kinsey gab es zwischen Mutterschaft und Sexualität keinen Zusammenhang. Die Fragen, der Dreh- und Angelpunkt seiner Forschung, sind hierbei aufgrund ihrer Methodik genauso verwerflich wie seine Ansichten. Es handelte sich um Ob- und nicht um Wann-Fragen. Er ging davon aus, dass alle Menschen bereits alle sexuellen Spielarten ausgeübt hatten. Beispielsweise, wann haben sie das erste Mal Sex mit einem Tier gehabt? Wie schon erwähnt, war es für ihn schwierig, an die Daten zu kommen. Deswegen bevorzugte er und sein Team die Befragung von Prostituierten, Homosexuellen, Gefängnisinsassen, Pädophilen und sogenannten Menschen der Unterwelt. Diese unsaubere und invalide Datengrundlage führte dann natürlich zu entsprechenden Ergebnissen. Laut Kinsey seien 95% aller US-amerikanischen Männer Sexualstraftäter, 69% Stammkunden bei Prostituierten, 37% hatten schon mal mindestens eine homosexuelle Erfahrung bis zum Orgasmus, 17% der Farmer hatten Sex mit einem Tier. Es sollte bis 1981 dauern, bis die amerikanische Medienexpertin Judith Reisman öffentlich auf das Datenwirrwarr und die gravierenden methodischen Fehler hinwies. Sie war auch die erste, die öffentlich machte, dass ein Teil der Daten von Pädophilen stammte, welche die Qualen ihrer Opfer in detaillierten Aufzeichnungen festgehalten hatten und diese dann an Kinsey als wissenschaftliche Daten weitergeben. Dieser Sachverhalt wurde dann auch in der BBC-Doku Secret History Kinsey's Pedophiles aus dem Jahr 1998 festgehalten. Die Kinsey Reports, welche sich aus den beiden Büchern Sexual Behavior of the Male and Sexual Behavior of the Female zusammensetzten, setzten nachweislich auf diese desaströse Datengrundlage. So habe er zwar Daten von 18.000 Personen gesammelt, in seinen beiden Büchern jedoch insgesamt nur Daten von 4.500 Personen verwendet. Dabei fehlten wesentliche
sozialdemografische Angaben wie das Alter der Befragten als auch die sexuelle Ausrichtung. Behauptung, dass seine Daten für die Bevölkerung der 1940er Jahre repräsentativ seien, ist somit hinfällig. Weismanns Nachforschungen ergaben, dass zudem in dem Buch Sexual Behavior of the Male die Daten folgender Gruppen verarbeitet wurden. Circa 1400 Sexualstraftäter, Pädophile, sexuelle Psychopathen und auch eine nicht genannte Anzahl an Homosexuellen. Ein trauriger Teil der Datenbasis ergibt sich aus der Befragung in Anführungszeichen von 317 Jungen im Alter von 2 Monaten bis 15 Jahren, die hierzu missbraucht worden waren. Dazu kommen noch schätzungsweise 350 Schüler mit sogenanntem abweichenden Verhalten. Daten von missbrauchten Säuglingen und Kindern wie Jugendlichen zu erheben, die durch sexuelle Gewalt gewonnen wurden, ist widerwärtig. Diese Ungereimtheiten fielen auch dem Kinsey-Institut selbst auf. Das Kinsey-Institut for Sex, Gender and Reproduction ist eine Einrichtung, die 1947 durch den Namensgeber gegründet wurde und den Auftrag verfolgt, die Förderung eines besseren Verständnisses der menschlichen Sexualität und Beziehung durch Forschung, Öffentlichkeitsarbeit, Bildung und geschichtliche Dokumentation zu fördern. Gegründet wurde diese Einrichtung als Non-Profit-Organisation und wurde im Jahre 2016 mit der University of Indiana zusammengeführt. Eine Bereinigung der Daten ist bis heute aufgrund der fehlerhaften Codierung nicht möglich, da keine brauchbare Dokumentation existiert. In dem Buch Sex Offenders – An Analysis of Types aus dem Jahre 65 fasste das Kinsey-Team die Auffassung zum Thema Kindesmissbrauch wie folgt zusammen. Das Entsetzen, mit dem unsere Gesellschaft auf den Erwachsenen blickt, der sexuellen Kontakt mit Kindern hat, relativiert sich, wenn wir das Verhalten anderer Säugetiere untersuchen. Sexuelle Aktivitäten zwischen Erwachsenen und unreifen Tieren sind gängig und scheinen aus biologischer Sicht normal zu sein. Das Kinsey-Institut sammelte hierbei Daten von 1888 Jungen im Alter von 5 Monaten bis zur Adoleszenz sowie von 147 Mädchen zwischen 2 und 15 Jahren. Hierbei wurde dann von Pädophilen per Stoppuhr die Zeit gemessen, welche die Kinder brauchten, um den sexuellen Höhepunkt zu erreichen. Das Leid der Kinder zog sich hierbei über Jahre hinweg. Die Peiniger stellten ihre sogenannten wissenschaftlichen Daten dann Kinsey und seinem Team zur Verfügung. Kindesmissbrauch im Namen der Wissenschaft. Ich kotz gleich. Ein weiteres Zitat von Kinsey und seinem Team. Wenn das Kind nicht kulturell geprägt wäre, wäre es zweifelhaft, ob es durch die sexuellen Annäherungen überhaupt gestört würde. Es ist schwer zu verstehen, warum Kinder darüber verstört sein sollen, wenn man sein Genital berührt oder dass es die Genitalien anderer Personen zu sehen bekommt. Und sogar, dass es durch spezifische sexuelle Akte verstört sein sollte, es sei denn aufgrund kultureller Prägung. Zitat Ende. Wenn die Eltern nicht wären, sei laut Kinsey die Vergewaltigung ein schönes Erlebnis. Die Behauptung, sexuelle Gewalt sei Teil des normalen Säugetierlebens, führte in den USA zu mehr Täterschutz und zu einem Absenken des Strafmaßes. Alfred hatte ein krankhaftes Interesse an der Orgasmusfähigkeit von Kindern, insbesondere von männlichen Säuglingen. Seine pädophilen Helfer ermittelten bei 317 von ihnen eben diese. Kinsey beklagte sich allerdings darüber, dass auch unter anhaltender Stimulation eben nicht alle Kinder im Alter von 2 bis 12 Monaten dazu zu bewegen waren, einen Höhepunkt zu erreichen. Auch an Beispielen für multiple Orgasmen fehlte es nicht. Bei Säuglingen im Alter von 11 Monaten wurden 14 Orgasmen in 38 Minuten erreicht. Bei einem Kleinkind im Alter von 2 Jahren 7 Orgasmen in 9 Minuten. Hierbei wurden die Höhepunkte der Kleinen in verschiedene Kategorien eingeteilt. Dass manche Kinder hierbei weinten, spielte anscheinend keine Rolle. Auch von Bewusstseinsverlust, Schmerzen und Schreien der Kinder beim Akt ist die Rede. Ich habe euch jetzt diverse widerwärtige Details erspart.
Diese könnt ihr allerdings, wenn gewünscht, in den Quellen nachlesen. Er und seine Helfer folgerten aus all diesen Daten, dass Kindersex normal sei und Kinder Sex schon von Geburt an genießen würden. Kommen wir nun zu den wohl schlimmsten Schergen, welche Kinsey um sich versammelt hatte. Einer der wertvollsten Quellen für das sexuelle Verhalten von Kindern für Kinsey war Mr. Green alias Rex King, seines Zeichens pädophiler Serienvergewaltiger, der mehr als 800 Kinder missbraucht haben soll. Insbesondere seine Aufzeichnungen sah Kinsey als wissenschaftliche Goldmine. Viele seiner Aufzeichnungen wurden veröffentlicht, allerdings nicht als Aufzeichnungen eines bekannten Pädophilen, sondern als wissenschaftliche Daten. Die Zusammenarbeit ging so weit, dass Kinsey Mr. Green ein Gehalt bot, so dass dieser dann mehr Zeit für seine Aufzeichnungen hätte. Kinsey wird hierzu wie folgt zitiert: "Das ist das Wertvollste, was wir je bekommen haben, und ich möchte Ihnen ganz besonders danken, dass Sie Ihre Zeit dafür geopfert haben und zur Mitarbeit bereit waren. Jeder wissenschaftlich geschulte Mensch wird verstehen, wie wertvoll diese Daten sind." Anmerkungen meinerseits: Man stelle sich vor, dass ein gewisser Josef Mengele ein solches Zitat gebracht hätte und dass seine Daten dann noch in der wissenschaftlichen Forschung auch als wissenschaftlich angesehen und bis heute Grundlage für viele Programme wären. Holla, die Waldfee. Weiter im Text. Kommen wir nun zu einer weiteren Widerwärtigkeit von Mensch, welche Kinsey mit Daten versorgt hat. Hier schließt sich dann auch in gewisser Weise der Kreis zu meinem Mengele-Vergleich. Dies ist nicht etwa Heisenberg aus Breaking Bad, sondern Friedrich Karl Hugo Viktor von Balusek. Mit diesem ehemaligen NS-Offizier stand Kinsey in regen Briefkontakt. Als Kommandant des Ghettos Tschernjajow drohte er schon damals Kindern: entweder die Gaskammer oder ich. Keines der jüdischen Kinder aus dem Ghetto überlebte. Nach dem Krieg schaffte er es, als Religionslehrer tätig zu werden und setzte seinen Raubzug bei Kindern fort. Auch vor seiner eigenen Tochter machte er nicht Halt. Als dann doch erfolgreich gegen von Balusek ermittelt wurde, erlangten auch die Behörden Kenntnis vom Briefkontakt zu Kinsey. Man versuchte über Interpol und das FBI dieser Briefe habhaft zu werden. Kinsey weigerte sich, die Briefe zur Verfügung zu stellen. Er machte sich Sorgen um den Ruf des armen Pedos Balusek. Dieser hätte ja zerstört werden können. In den Verhandlungen gegen Balusek warf der Richter diesem vor, die Kinder nur missbraucht zu haben, um Kinsey zu gefallen. Seine Erwiderung: Kinsey selbst hatte mich ja darum gebeten. Balusek versorgte Kinsey über einen Zeitraum von mehr als 20 Jahren mit detaillierten Daten seines sexuellen Missbrauchs von Kindern im Alter von 9 bis 14 Jahren. Die deutschen Druckerzeugnisse berichteten über den Vorfall. Im amerikanischen Blätterwald herrschte hingegen Schweigen. Dass sich das Verhalten von Kinsey und seinem Team schon nicht mehr nur in einer Grauzone befand, sondern kriminell war, räumte auch sein Kollege Gebhardt ein. Wir waren zumindest amoralisch, wenn nicht gar kriminell. Amoralisch war zum Beispiel unsere Weigerung, einer Ehefrau darüber zu informieren, dass ihr Mann an einer akuten Geschlechtskrankheit litt. Oder dass wir nicht bereit waren, den Eltern eines Kindes zu sagen, dass wir bei ihm ein ernstes abweichendes Verhalten festgestellt hatten. Kriminell war, dass wir uns weigerten, mit Behörden zusammenzuarbeiten, die einem von uns zuvor interviewten Pädophilen festnehmen wollten, der wegen Sexualmords gesucht wurde." Zitat Ende. Die Angaben von Kinsey und seinen Pädofreunden werden dabei immer wieder unkritisch wiederholt und als wissenschaftliche Evidenz angesehen. So auch in Broschüren der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. So lässt sich beispielsweise folgende Passage finden: Nach Kinsey leben rund 50% aller Männer nicht lebenslang ausschließlich heterosexuell. In der Fußnote hierzu heißt es,
Diese Zahlen wurden in den 50er Jahren für die USA erhoben bzw. postuliert, scheinen aber auch für andere westliche Kulturen übertragbar. Wie weit andere Kulturen und Sozialsysteme andere Zahlen und Zuschreibungen vorherrschen oder sinnvoll wären, ist nicht Gegenstand dieser Darstellung. Tja, hier hat das Team Wissenschaft wohl wieder zugeschlagen. Doch damit nicht genug. Seine vermeintlichen Heldentaten für die Wissenschaft und die Befreiung der Sexualität werden auch in dem Hollywood-Film Kinsey die Wahrheit über Sex verarbeitet. Dieser Faktor wird in der Zielgruppe sicher zu einer weiteren Glorifizierung beitragen. Bedenklich ist auch, dass sich bis heute mehr oder weniger alle Programme zur Sexualerziehung mal direkt, mal indirekt auf Kinsey beziehen. Wie seriös können Forschungen sein, die sich auf den Missbrauch und Gewalt von Kinderseelen gründen? Soweit die Fakten zu unserem Kinderfreund Alfred Charles Kinsey. Aus einem kränklichen Kind, das nicht mit anderen mithalten konnte und das noch dazu in eine streng gläubige Familie hineingeboren wurde, entwickelte sich eine akribische Persönlichkeit, welche sich zunächst im Felde der Biologie einen guten Namen erarbeitete. Dann wurde er zum Messias der Sexualaufklärung und avancierte zu einem der regelrechten Medienstars, welcher nach außen hin eine streng wissenschaftliche Fassade aufrechterhielt, der aber sowohl in seinem schalldichten Labor als auch in seinem Sexzimmer alle Zurückhaltung fallen ließ und seine Nachbarn gerne mal seine Nacktheit geradezu unter die Nase rieb. Eben diese Rücksichtslosigkeit übertrug sich dann auch auf seine Datenerhebung. Er ließ Pedos Kinder missbrauchen, um Daten über die Orgasmusfähigkeit von Babys und Heranwachsenden zu erheben. Und das jahrelang. Ich persönlich denke, dass auf einem solchen niederträchtigen Nährboden nichts Gutes gedeihen kann. Wie man sich in der heutigen Zeit noch auf seine Daten stützen kann, geht mir aus wissenschaftlicher Sicht nicht in den Kopf. Aber vielleicht geht es ja auch gar nicht um die Wissenschaft. Und damit sind wir dann am Ende dieses beklemmenden Beitrages angelangt. Einmal mehr ein tiefer Blick in die bodenlosen menschlichen Abgründe. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo, gerne auch einen Kommentar zurück. Ich freue mich immer, mit euch ins Gespräch zu kommen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mich natürlich auch freiwillig per Bitcoin und Ethereum unterstützen. Alle Infos hierzu, sowie die Wallet-Adressen, findet ihr in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal hier bei den M-Files.